scheiß Elektroautos. Was war Turbo? Ah, war Turbo, ne? So, und was für? Formula E oder? Diese Sportwagen. Weltra. Was habt ihr denn da? Autos am Start. Formula E. Keine Schaltung, oder? Das sollte so sein. Ach, schön sehen sie aus, ne? Wirklich hübsche Autos. Das Problem bei diesen Formelfahrzeugen ist halt immer, die haben so einen unglaublichen Grip. Das heißt, es ist so schwierig, sich da an die Kurvenfahrt zu gewöhnen. Was ein Grund ist, warum ich auch kein F1 fahre. Ja, ich spiele es mal immer wieder. Also alle Jahr einmal, wenn neues rauskommt. Aber intensiv spielen mache ich nicht. Oh, hier Turbo. Und nochmal einer. Fuck. Aber ich würde nie in Real Life so ein Auto fahren. Und daher werde ich diese Erfahrung nie machen. Von daher ist das für mich. Kann ich auch Need for Speed fahren? Da habe ich den gleichen Effekt mit einem Fire Golf. Geschwindigkeitsanzeige.
Ist das bei den anderen Autos auch so? Da noch nie drauf geachtet.